Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Frau Knampf, eigentlich heiße ich hier Verena. Und heute bin ich hier mit der Luxury Box, und zwar der ersten für 2024. Die Luxury Box erscheint ja nur viermal im Jahr und ja, beinhaltet ja teurere Produkte. Hier findet sich kein Essence oder Catrice drin. Leider hat Beauty Love die Preise angezogen für alle von ihren Boxen. Das betrifft auch die Luxury Box. Die hat früher mal als Einzelbox bzw. im offenen Abonnement 49,95 gekostet. Jetzt kostet sie 59,95. Wenn man ein Jahresabo hat, so wie ich, dann ist es noch der alte Preis von früher, 49,95. Aber ja, für mich war im Jahresabo die Box halt letztes Mal dann halt ja leider günstig. Ich glaube, da hat sie mich dann 44,99 oder so neu gekostet. Aber naja. Gut, man bekommt ja dafür auch schöne Sachen. Das ist nur alle drei Monate. Und ja, schauen wir mal rein. Man sieht nicht sehr viel. Das sieht man. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schauen wir mal. Bin mal so frei und reiße auf. Und wir haben hier noch ein Büchlein, was man durchschauen kann. Das machen wir dann aber erst später. Sondern fangen gleich mal an mit den Sachen, die hier drin sind. Und mich lacht als allererstes kein Kosmetikprodukt an, sondern dieses Säckchen hier. Und zwar von Piolet. Schauen wir mal, was für Schmuckstücke auf uns warten. Und zwar... Na, wo ist der zweite? Möchte nicht raus. Toll. Wir haben zwei Ohrstecker. Aber schade, schade, Schokolade. So sehen die aus hier. Da müsst ihr meine schrecklichen Fingernägel sehen. Ja, diese schönen kleinen Sternchen habe ich aber leider schon. Denn die waren, glaube ich, mal in einem... War den Adventskalender vorletztes Jahr drin? Glaube schon. Also die besitze ich schon. Und da ich Piolet eigentlich nur aus Adventskalendern habe oder mal aus einer Brigitte-Box oder sonst irgendwo. Die besitze ich leider schon. Sehr schade. Wäre jetzt cool gewesen, wenn es ein neues Schmuckstück gewesen wäre. Aber die sind wunderschön und eignen sich auch perfekt als Geschenk. Also... Nicht so schlimm, aber die haben bestimmt ihren Wert. Die kosten bestimmt sicher um die 20, 30 Euro. Naja, nicht so schlimm. Dafür habe ich das noch nicht. Und zwar von Chills Under Sunset. Das ist nicht das Normale, oder? Genau, Parfüm Intense. Weil ich wollte schon sagen, also das ist eigentlich viel zu dunkel. Weil das normale Chills Under ist, also Sunset ist ja in so einem... kräftigen Rot. Ne? Deswegen dachte ich mir schon, dass das irgendwie so eine Art Special Edition sein könnte. Und ja, es ist das Intense. Das machen wir gleich mal auf, weil ich das mal riechen möchte. So im Vergleich zu dem normalen Schissander. Sunset, das habe ich da. Das war nämlich in irgendeinem Adventskalender mal gewesen dieses Jahr. Ja, vom Flakon-Design ist es jetzt nicht besonders hübsch, ne? Ja, da, so ist eher die Farbe vom Sunset. Ja. Ja, so, oh, das riecht um einiges besser als das normale Sunset, finde ich. Ja, das finde ich gut. Darüber freue ich mich. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das werde ich benutzen. Oh ja. Dann... ein kleines lila Typchen. Was bist du denn? Von Alterna. Kaviar Anti-Aging. Eine Maske, aber für die Haare oder fürs Gesicht? Steht da was drauf? Es steht bestimmt was im Heftchen. Und da sehen wir dann, ob es dann letztendlich für unser Gesicht oder für die Haare ist. Dann von Rodial Kollagen-Drops. Ah ja. Rodial nicht günstig. Schauen wir mal. Ja, in einem kleinen Glaspipettchen hier.
die wirst du dann wahrscheinlich auf faltige Stellen auftragen sollen, oder? 2 bis 3 Tropfen aufs gereinigte Gesicht und den Hals. Genau. Und genauer, also halt mit besonderer... Ich glaube, ich bin kein guter englischer Übersetzer. Man soll halt den Regionen mit Falten größere Aufmerksamkeit widmen. Soll gut trocknen und man soll es 2-mal benutzen, bevor man das Serum drauf tut oder eine Creme. Eieiei. Ich dachte schon, ich habe einen Frosch im Hals. Wäre nicht so schön gewesen. Aber ja, cool. Also so richtiges pures Kollagen zum Draufdippen hatte ich jetzt noch nie. Dann haben wir ein bisschen... ich glaube, ich muss doch was trinken. So, geht weiter ohne Frosch. Also, vor allem Asam haben wir was dabei, und zwar Magic Finish Perfect Brow Powder Kit mit Hyaluron in der Farbe Light. Ja, ich hole es mal raus. Ein bisschen das übliche im Asam-Design, würde ich sagen. Und dann haben wir hier mit Pinsel und einem kleinen, also halt kleinen Spiegelchen, Pinsel, hier die 2 Farben. Das eine ist ein bisschen brauner, das andere ist ein bisschen beige. Also kann man glaube ich sehen, oder? Ne? Ja, kann ich mir vorstellen, dass ich es mal ausprobiere. Mit meinen, ja, ob das dann für mich von der Farbe her passt, weiß ich nicht. Meine Haare sind jetzt, nennen wir es andersfarbig. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Farbe. Naja, jetzt ist es so. Okay, ja, aber weiß ich nicht. Ich werde es mal austesten. Ansonsten finde ich es auf jeden Fall ein schönes Produkt, muss ich sagen. Ist mal was anderes, bloß es ist halt farbgebunden. Light. Jemand, der schwarze Haare hat, kann mit Light nichts anfangen. Deswegen farbgebundene Sachen mit Vorsicht zu genießen. Wenn ja, biomimetische Hautpflege. Aufpolstern, durchfeuchten, glättend. Ein Kollagenspray für Healthy Aging. Native Kollagenmoleküle verbessern das Feuchtigkeitsvermögen der Haut und füllen die Feuchtigkeitsdepots auf. Krass. Also recht kollagenlastig, muss ich sagen hier. Zum Kollagen-Spray haben wir die Kollagen-Drops. Aber sowas habe ich ja noch nie gehört. Ein Kollagen-Spray. Also, mein Gott, ich kenne Gesichtssprays, ja. Aber mit Kollagen dann fancy. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so, ob ich es benutzen würde. Ja, Leute, stören. Mach mein Handy mal auf leise. So, und das letzte Produkt, das wir haben, ist von Sensai. Ein Double Delivers Beautiful Silk Skin. Ja, ich zeige es euch mal. Das hatte ich in einem Adventskalender auch schon mal drin. Und ich bin mir so sicher, also ich bin mir nicht ganz so sicher, wie ich die jetzt... benutzen soll. Das sind 2 so kleine Glasfläschchen hier. Eine mit so einer durchsichtigen und eine mit so einer milchigen Lösung. Es steht halt auf beiden Emulsion 2 und Lotion 2, aber hinten leider auch nicht ganz so gut beschrieben, wie man die zu verwenden hat. Und ja, vielleicht steht da jetzt was im Heftchen drin. Ja. Und gucken wir mal den Preisen. Also wir haben jetzt auf alle Fälle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Also als Highlight-Produkt werden hier die Kollagen-Drops gelistet, auf jeden Fall.
Aber wir lesen erstmal, was so da steht. Ne? Hello Beautiful. In unserem ersten Luxury Box des Jahres 2024 stehen kraftvolle Inhaltsstoffe im Fokus. Ja, kraftvolle Inhaltsstoffe, Kollagen und Kollagen. Allen voran Kollagen. Ja, als Schlüsselbaustein der Hautstruktur verleiht es deiner Haut nicht nur Geschmeidigkeit, sondern fördert auch ihre Elastizität für eine einfache und dennoch effektive Hautverjüngung. Also das ist jetzt die Kollagenbox. Genau. Jo, also 30% Kollagen Booster Drops von Rhodial sind ein regenerierendes Konzentrat, welches die Zeichen der sichtbaren Hautalterung bekämpft und Feuchtigkeit spendet. Jo, kostet, ich muss sagen, ich hätte die teurer geschätzt. Die kosten 38 Euro laut der Luxury Box. Und ich muss sagen, ich hätte die noch teurer geschätzt. Also wenn mich jemand gefragt hätte, wie viel die kosten, hätte ich locker 50 gesagt. Dann, Chillsander. Riecht mega super, finde ich. Richtig, richtig toll. Freue ich mich total. 36 Euro diese kleine Größe vom Parfüm. Ja, muss ich sagen, finde ich top. Riecht sehr, sehr gut. Ich hätte als erstes gesagt, ich rieche Granatapfel. Aber hier wird gesagt, sinnliche Rose mit weichen Noten von Patchouli, Vanille und ja, soll halt an einen glühenden Sonnenuntergang erinnern. Aber nee, riecht top. Freue mich sehr, sehr drüber. Dann kommt dieses Venya Kollagen Spray. Und ja, was aussieht wie so ein kleines Mini-Deo, kostet krasse 50 Euro. Das Kollagenspray wirkt aufpolsternd, durchfeuchtet, glättend und beruhigend. Wenn du es auf deine Haut aufsprühst, entfalten die nativen Kollagenmoleküle sofort ihre Wirkung. Sie füllen die Feuchtigkeitsreserven der Haut auf und verbessern gleichzeitig ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu binden. Das hilft, kleine Falten und Linien zu glätten und stärkt die Hautbarriere sowie die Elastizität. Spannend. Und das soll man dann anscheinend immer machen, wenn man lustig ist, weil da steht nichts drauf. Nö, wie oft steht nicht drauf. So. Cool. So, jetzt kommen wir zu meinem Sensei-Produkt. In zwei Schritten zur schöneren Haut mit dem einzigartigen Pflegeritual der Doppelbefeuchtung. Die Kombination aus reichhaltiger Cellular Performance Lotion 2 und regenerierende Emulsion 2 versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen für ein strahlendes Hautbild. In den zwei aufeinanderfolgenden Schritten wird die Haut mit einer erfrischenden Pflegelotion vorbereitet. Im zweiten Step wird sie mit einer fließenden Emulsion genährt. Diese glättet, stärkt, strafft und schützt die Haut. Okay, also gut. Das ist die Frage, also du wirst dein Gesicht reinigen. Und dann haust du das nach dem Toner, würde ich sagen, auch noch drauf. Weil es ist ja erst die Emulsion, es ist ja erst das Dickflüssige und dann nochmal diese Lotion, die dann eher wie ein Serum wirkt. Das ist so, für mich ist das halt als koreanischer Pflegeroutinenmensch, der einen Cleanser hat, einen Toner, danach ein Serum, deine Creme. Wo platziere ich dann praktisch dieses Ding dazwischen? Aber okay, ich werde es einfach statt Serum machen. Habe ich gerade beschlossen. Mal schauen, wie es ist. Da steht aber jetzt nichts dazu vom Preis, was ich witzig finde. Warum steht da nichts? Da steht absolut kein Preis. Ich meine, bei kleinen Proben ist ja immer hochgerechnet. Da steht ja irgendwie, ja, das sind 10 Milliliter drin und im Großen würde es so viel kosten und da steht halt absolut gar nichts. Keine Hochrechnung, nicht wie viel die beiden großen Flaschen dann kosten würden. Also, okay, dann nicht. So, das Brow Kit von M. Asam kostet 14,99 €. Die Augenbrauenpuderpalette mit dem aus dem Asam Beauty Sortiment mit integriertem Applikator
und seinen mittleren Farbnuancen ermöglicht es, spielend leicht perfekt definierte und volle Augenbrauen zu zaubern. Das leichte Puder lässt sich ideal verblenden und bietet optimalen Halt. Lichte Stellen werden im Handumdrehen aufgefüllt und deine Augenbrauen werden in Form, Volumen und Fülle optimiert. Ja, das heißt, es gab es auch nur in dieser Variante. Ja, das heißt, für Leute mit schwarzen Haaren und ganz, ganz blonden vielleicht, dem bringt das absolut nichts. Schade. So, jetzt kommen wir zur Maske und schauen wir mal, für was es ist. Und es ist eine Haarmaske. Eine intensive Reparaturmaske, die dein Haar bis in die Tiefe nährt und stärkt. Das Ergebnis: weiches, glänzendes und regeneriertes Haar. Die Maske spendet intensive Feuchtigkeit und eignet sich für eine wöchentliche Anwendung. Sie hilft, Haarbrüche zu reduzieren und baut bei regelmäßiger Anwendung die geschwächte Schuppenschicht wieder auf und versiegelt sie. Erhältlich bei Parfüm Dreams steht extra noch da. Okay, sonst kann man es wohl nirgends kaufen. Okay, ja, sieht also ich meine, wir haben nur eine Probe. Die kostet 12,90 und das Original, das ist hier in diesem Pumpteil drin, mega fancy, hoppala, würde 60 kosten. Aber da bin ich gespannt. Vielleicht ist die ja echt gut. Ja, und als letztes dann noch die Sternchen hier von Pure Lay. Earring Shining Star Gold. Oft für besondere Anlässe, Feiern mit Freunden oder Familien oder im Alltag mit diesem Schmuckstück bist du immer perfekt gestylt. Der Schmuck von Pure Lay ist langlebig und auch wasserfest. Ja, und der kostet 30 Euro hier, dieser kleine Steckersatz. Oh, ja, ich finde, das war eine angenehme Box. Ich bin mal davon abgesehen, dass ich die Steckerchen schon habe, finde ich die richtig schön. Die sind jetzt dezent, die sind nicht zu krass. Die sind richtig gut. Ich habe ein Parfüm dabei, das freut mich. Ja, Parfüme sind halt schon immer auch so Duft. Ja, also bei Düften weiß man immer nicht so, ne? Ist es was für einen oder ist es nicht. Aber in diesem Fall ist es was für mich. Deswegen finde ich schön, da freue ich mich auch drüber. Die Haarmaske ist auch spannend. Riecht die noch was? Riecht die gut? Ah ne, die ist abgeklebt unten. Schade. Aber Haarmaske finde ich auch okay. Wir haben ein Produkt, was so ein bisschen in die dekorative Kosmetik geht. Eben dieses Braunpuder. Oder wie gesagt, Braukit. Ja, ist halt schade, dass es farbgebunden ist. Ich weiß auch nicht, ob es für mich jetzt taugt. Also für Leute mit schwarzen Haaren auf jeden Fall nicht. Das finde ich sehr schade. Das Sensei Set. Ja, ist bestimmt mal spannend auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe davon schon eines und dann kann ich das mal auf längere Dauer probieren, weil Sensei ist nicht günstig. Da ist es dann eigentlich schon cool, wenn du mehrere so kleine Sachen hast, die du dann hintereinander mal probieren kannst, um dann vielleicht wirklich mal eine Wirkung von denen zu sehen. Weil es ist ja oft so, dass du in Adventskalendern zum Beispiel kleine Proben drin hast von sauteuren Cremes. Du kannst sie dann halt ein paar Mal auftragen, siehst zumindest, ob deine Haut es verträgt, aber vielleicht so auf längere Zeit angewandt, müsste es vielleicht werden, damit man einen Unterschied merkt oder sowas. Aber das kannst du halt einfach nicht, weil schon nach, was weiß ich, 10 Anwendungen ist dein Pöttchen leer. Und wenn du mehrere kleine hast, dann ist es wie wenn du eine große hast. Ne? Dementsprechend bin ich da jetzt nicht traurig drüber, dass ich das nochmal habe und werde es auf jeden Fall austesten. Und dann kommen noch diese zwei Kollagenbomben hier. Ich muss sagen, die von Venya, also ich finde dieses Spray total witzig. Das werde ich auch mal austesten, einfach so random immer mal dazwischen vielleicht mal drauf sprühen. Und die Drops werde ich weitergeben, weil ja, so viel Kollagen, nee. Also es ist eine stabile Box, würde ich sagen. Na, es sind
Ja, Top-Marken drin, auch teure. Ein kleines Parfüm, Schmuck. Also ich bin zufrieden, muss ich sagen. Natürlich schade um die Ohrringe. Aber gut. Ja, hat ja nicht jeder so viel wie ich. Dementsprechend, ja, finde ich die Luxury-Box eigentlich ganz gelungen. Es war jetzt erstaunlich, dass es nur 6 Produkte waren, weil es eigentlich in der Luxury-Box schon ein bisschen mehr sind als nur 6. Ach nee, es sind 7, Entschuldigung. Und ja, nee, dann passt schon. Nee, also ich finde, es gab schon Boxen, die haben mich mehr geflasht, aber ich finde sie stabil. Sie enttäuscht mich jetzt nicht wie so die pure Avant-Box, die es da mal gab. Und dementsprechend, ja, ist es vollkommen in Ordnung. Wie findet ihr die Box? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr sagt, naja, also wäre mir den Preis nicht wert. Wir rechnen jetzt mal mit den 60 €, die ihr dafür zahlen müsstet, wenn ihr sie jetzt einmalig kaufen wollt. Preis ist zwar drin, ne? Hast du einmal mit dem Parfüm und mit den Ohrringen, hast du das dann schon raus und kriegst die anderen Sachen noch dazu. Ich finde, man kann es machen. Ich finde es okay und ja, bin gespannt, ob ihr mir recht geht oder ob ihr mir sagt, nee, ist nicht so, lass mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin mit mir dabei gewesen wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Auch das würde mich und den Matze, meinen Mann, mega freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.